das ist wieder typisch. Kaum mache ich die Aufnahme einmal aus, klappt es direkt beim nächsten Mal auf Anhieb. Aber naja, jetzt sind wir wieder hier und kommen jetzt hoffentlich ins Grab rein. Wahrscheinlich lagern Sie hier Nahrungsmittel. So, was haben wir denn hier? Grab durchsucht, Tempel der Dienstmädchen gemeistert. 3 von 3 Teilen für die Handfeuerwaffe. Sehr cool. Können wir die Pistole wieder upgraden? Na, können wir die mitnehmen oder? Tatsache, können wir sogar einen Pfeil. Oh, Moment, dann können wir gleich mal direkt die Pistole upgraden. Wenn ich zu der Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Weyers wird ein Problem sein. Oh, geil. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Was haben Und wir sie denn trauert hier? Um Rob. Großraummagazin. 12 Kugeln fast. Geil. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Matthias ausgerechnet Sam wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit. Nehmen wir. Okay, das kommt den Desserts von Lara Croft, den Original-Desserts, ja schon sehr viel ähnlicher. Ah, nehmen wir mal das Ding. Oh, das sieht geil aus. So, dann einmal wieder raus aus dem Grab, damit hätten wir das nämlich auch gemeistert. Und dann können wir uns ja mal daran machen... endlich mit unserer nächsten Quest fortzufahren. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon direkt in die Tempelruine von Himiko müssen. Oder ob wir vorher noch irgendwie was machen müssen. Aber ich würde Lara zutrauen, dass wir erst in die Tempelruine müssen. Oder schon jetzt in die Tempelruine müssen. Weil was sollen wir hier noch großartig irgendwelche Zeit verplempern? Wobei natürlich noch lange nicht gesagt ist, dass das dann auf Anhieb gut geht. Alles klar, da drüben sollen wir hin. An diesen, was auch immer das da ist, ein Funkturm oder sowas vielleicht. Naja, man wird sehen, sprach der Blinde. Nein, ach so. Wildschwein! Okay. Ah ja, sehr schön. Und einmal das Gatter rausreißen. Oh, Moment, Stemmaxt. Schade. Ach, alles klar, das ist eine Kletterwand. Ah, alles klar, da muss ich... Hey! Na also, so. Einmal hier rum. Und wieder hoch. Sehr gut, haben wir das auch? Ist hier irgendwas? Nö. Pfeile sind voll. Aber da liegt eine... Ach, das ist eine Granatenkiste. Ich dachte, da ist Bergungsgut. Bergungsgut kann ich momentan, ehrlich gesagt, besser gebrauchen. Okay, wozu ist denn dieser... Ah, da oben. Muss ich da hin? Ja, muss ich sogar. Das heißt, ich gucke mich erstmal hier kurz um. Ui. Also diese Stürme sind echt nicht ganz ohne.
Okay, alles klar. Aber da haben wir eine große Bergungsgutkiste. Na komm, so, zack. Ja, wir können den Bogen upgraden, endlich wieder. Oh, gib mir ein neues Lager. Sofort. Okay. Wir können... Moment mal, was ist das denn da? Aber ich glaube... Nee, da kommen wir so nicht ran. Okay, so, dann einmal... Ui! Und... Hui! Wow, Scheiße! War ich zu früh eh gedrückt. Mist. Naja, egal. Das Schöne ist, dass wir die Bogenteile trotzdem haben. Das wäre uns nämlich echt kacke gewesen. Warum hält sie sich denn nicht daran fest? Was soll denn sowas? Da hämmert man die E-Taste durch und dann passiert nichts. Geht doch. So, zack. Jetzt bitte nicht nochmal abstürzen, ja? Danke. Oh, da haben wir ein Tagebuch. Diese Insel ist Whitman. Mehr, als ich erhofft hatte. Die Bewohner sind natürlich völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügeln und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung. Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde. Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder? Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig. Wenn man ihn und Matthias vergleicht, fragt man sich echt, wer von den beiden der Verrücktere ist. Aber na gut. So, wo müssen wir hin? Ach, da oben rauf. Geocache. Was haben wir denn da? Wo führt denn diese Seilwinde da? Achso, da komme ich jetzt so oder so nicht ran, weil ich dafür auf den anderen Funkturm müsste. Wie komme ich denn? Wie soll ich denn da hochkommen? Leute? Ich hab mal gerade so keinen Plan. Moment, Moment. Ich bin hier hoch. Ah, alles klar. Die habe ich nicht gesehen.
So, einmal an diesem blöden alten Rohr festhalten. Und dann wohl hier rauf. Okay. Wow! Ah, komm! Mir doch nicht so eine Angst ein. Tja, schade. Ah, haben wir diese Seil, haben wir eine Seilwinde. Na, hoffentlich treffe ich die. Hui! Zack. Sehr gut. Munition ist. What? Hey! So, dann einmal hier lang gehangelt. Ach du Scheiße. Hier, dass diese alten Rohre mal eben so ein menschliches Gewicht aushalten. Ich daran denke, hat schon einmal von euch versucht, sich eine Regenrinne zu hängen? Dann wisst ihr, wie sowas eigentlich aussehen müsste. Oh, Moment, hier ist Bergungsgut. Hüpf. Hui. Was machen wir hier? Da in dem Grab sind scheiß Oni. Wie, da sind Oni? Penner. Okay, ja, ich schätze mal, ich muss hier ran. Oder auch nicht. Ach so, doch, haha, ja. Ein bisschen genau auf die Umgebung achten hier. Okay. Ich schätze mal, ich muss da ran, oder? Hier rüber und da hoch. Oh Gott. Und noch an die Leiter anspringen. Also mal ganz im Ernst. Ich würde mich das nie im Leben trauen, was die hier alles reißen und über was für Ab... Oder in welche Abgründe sie springt. Da tun sich ja wirklich Abgründe auf. Aha. So, geht doch. Oh, das da drin sieht nach einem Lager aus. Und Leute, das heißt, wir können unseren Bogen upgraden. Ja, sehr schön. Oh, okay, doch kein Lager. Leider. Oh, hier hat jemand Tage gezählt. Ach, da lang. Okay, treffe ich nicht von hier. Hm.
entdecken Sie das alte Grab. Ah, okay. Okay. Okay, das war knapp. Ich will erstmal einmal kurz. Okay. Da liegt ein Geocache. Wollen wir mal schauen. Das Ganze hier, das Flair, erinnert so ein ganz klein bisschen an den Anfang von Crysis 3, findet ihr nicht? Als man da in dieser Kanalisation ist. Oh, ja. Intelligent. Ja, ich weiß, dass da Bergungsgut hing, aber ich scheiß da jetzt mal drauf. Ich möchte ein bisschen weiter im Spiel vorankommen und nicht wieder hier... Oh, hier hängt auch Bergungsgut. Cool. Komme ich denn hier weiter? Na gut, komm, das nehmen wir mit. Okay. Muss irgendwie dahin. Na, jetzt komm. Meine Güte. Alle Tussi. Oder kann ich? Kann ich? Ich kann nicht. Gehen wir doch einfach so lange da lang. Der kleinen Wichser. Das Grab muss in dem unteren Ebenen sein. Der Aufzug steckt fest. Ah, mit einer Steinmax geht das. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. Das heißt, wir müssen da irgendwie hoch und den wieder nach oben ziehen. Schätze ich mal. Erstmal gucke ich kurz hier. Ach nee, das war nur das Ding, wo ich ihn wieder hätte drücken können. Ich muss irgendwie da durchkommen. Ja, ja, und das geht ja mit dem Aufzug. Dann machen wir das doch mal so. Okay. Ah, sehr schön, das können wir aufbrechen.
Ach so, ja, das hätte ich gar nicht machen müssen. Hab doch gerade noch gesagt, ich muss den Aufzug irgendwie nach oben ziehen. Na, Kollege. Oh, ein Tagebuch. Oberkommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. Tja. Alter Funkspruch. Haben wir nichts weiter. Komm ich will vorsichtshalber noch eine Etage höher. Ich muss nur noch drei lockern.